Auch ihr könnt ein Projekt selber durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute sitze ich hier vor meiner offenen Kaffeemaschine. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich die schon aufgemacht habe. Normal zeige ich ja immer, wie man sowas aufmacht und dann repariert. Aber es war ein Notfall. Heute ist Sonntag und meine Frau hat ihren morgendlichen Kaffee nicht gekriegt. Und deswegen habe ich da einfach schnell reagieren müssen. Ich habe das Ding dann zerlegt, habe nach dem Fehler geschaut, habe es dann auch provisorisch mal zum Laufen wieder gebracht. Habe mir dann aber gedacht, hey Mann, das ist schon ein super Film. Ich mache einfach mal einen Film, wie man so eine Kaffeemaschine oder so ein Vollautomat repariert, beziehungsweise hier in dem Fall den Fehler genau zeigt. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier vor dem zerlegten Gerät. Bei diesem Vollautomat, Kaffeevollautomat, handelt es sich um einen der Firma Krups. Und hier bei dem Gerät ist jetzt einfach das Problem, dass wenn man vorne den Trester reinschiebt, dass dieses Meldesignal Trester reingeschoben nicht kommt. Da sitzt innen drin ein kleiner Schalter und der wird nicht richtig betätigt. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, habe auch den Fehler schon gefunden und möchte es jetzt euch mal genauer zeigen. Vorher will ich noch eins ganz klar sagen, also wenn ihr jemals ein Gerät auseinanderbaut, ganz, ganz wichtig, zieht immer den Stecker. Nie ein Gerät auseinanderschrauben, wo der Stecker eingesteckt ist. Und dann auch wartet am besten nach dem Rausziehen von dem Stecker immer ein paar Minuten, weil es kann sein, es ist eine Restspannung in dem Gerät drin durch irgendwelche Kondensatoren und auch da kann man dann einen Stromschlag kriegen. Also das bitte möchte ich euch nochmal ganz deutlich sagen, immer den Stecker ziehen. So, und ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal den Fehler an dem Gerät und dann schauen wir mal, wie wir das am besten reparieren können. So sieht die Maschine von vorne aus und das ist jetzt hier, ich hoffe, man kann es sehen, dieser Tresterbehälter, den man rausziehen kann, dann den Kaffeesatz bzw. ja, dieses Pulver rausmacht und dann schiebt man ihn wieder rein. Und jedes Mal wieder. Ne? So, und das Reinschieben, das wird mit dem Schalter signalisiert. Und da zeige ich jetzt euch mal in dem Gerät, wie es da drin aussieht. Hier seht ihr jetzt den Schalter. Ich zeige das mal. Das hier ist der Schalter, der erkennt, dass der Tresterbehälter raus und reingezogen wird. Ich ziehe ihn jetzt mal raus. So, und dann sieht man, dass da unten diese Fahne hier, ich kann sie mal mit dem Schraubenzieher, die drückt es dann hoch, wenn der Tresterbehälter reingeschoben wird. So, und ihr seht schon, hier das spannt ein bisschen, ja. Hier drückt es den Kunststoff raus und es rutscht dann zwar rein, aber dass das nicht, sage ich mal, sauber immer funktioniert, das erklärt sich ja schon fast von selber. Also ich ziehe es jetzt nochmal raus. So, jetzt ist der Schalter frei. Und wenn ich jetzt wieder rein drücke, na, ihr seht schon, das spannt so komisch hier. Dann flutscht es zwar noch rein, geht auch, aber bei mir war jetzt ein Problem. Ich kann das jetzt mal simulieren. Ich ziehe das jetzt mal wieder hier raus. So, bei mir hat sich das hier so ausgehängt, ja. Und wenn ich jetzt den Tresterbehälter raus und rein schiebe, ja, da reicht der Weg nicht, um den Schalter zu fixieren. So, das funktioniert nicht. Jetzt gibt es dann natürlich zwei oder drei Sachen, die man machen muss. Zum einen dieses Kunststoff hier, ja, das ist natürlich auch nicht optimal ja, eingeraschtet. Da kann man einen Ansatz machen, um was zu reparieren. Und zum anderen muss ich natürlich auch schauen, dass hier dieses Reinschieben hier sauberer läuft. Dass es hier nicht so ruckelt, sondern dass es sauber reinläuft. Also das wären die beiden Ansätze. So, jetzt habe ich euch dann mal gezeigt, wo das Problem liegt und als ersten Schritt werde ich jetzt den Schalter mal ausbauen und die Fahne ein bisschen umbiegen, damit eben der Kontaktpunkt zwischen der Fahne vom Schalter und dem Kunststoff ein bisschen weiter oben liegt, dass das nicht unten drunter wandern kann. Das Problem ist einfach, die Fahne ist zu weit unten. Wenn jetzt der Kunststoff kommt, drückt er die Fahne noch ein bisschen runter, irgendwann schnallt sie nach oben und dann kann sie nach oben weggehen. Und das ist der erste Punkt, wo ich jetzt mal verändern möchte. So, dann bauen wir mal den Schalter raus. Als erstes mache ich mal die Stecker runter.
schaue, dass ich sie dann auch nachher wieder richtig drauf kriege. So, und jetzt mache ich den Schalter raus. Dazu muss ich nur die beiden Fahnen hier. Ist blöd, das zu machen. Und dass man das auch noch sieht von der Kameraseite aus. So, und jetzt kann ich ihn rausziehen. So, sieht man es gut? Okay, jetzt ist es ein bisschen unscharf. So. Das ist jetzt der Schalter mit der entsprechenden Fahne da unten dran. So, und jetzt habe ich das Problem, dass beim Reinfahren das hier hängen bleibt. Das heißt, ich muss die Fahne ein bisschen weiter nach oben kriegen. Das ist wahrscheinlich auch hier schon ein bisschen ausgenottelt, würde man im Schwäbischen sagen. Da kann ich nicht viel ändern, aber ich mache jetzt hier einen kleinen Knick rein, damit die Fahne mechanisch schon ein bisschen weiter oben steht. Ich habe jetzt unten im Keller mit dieser Zange hier, habe ich jetzt hier in diesem Bereich einen kleinen Knick reingemacht, dass diese ganze Mimik hier ein bisschen weiter nach oben wandert. Und, na, so. Und jetzt schaltet es immer noch, aber ich hoffe, dieser Punkt hier ist ein bisschen weiter oben. Man hört auch den Schalter, ich bin mal ruhig. Er schaltet, dieses Klicken, das ist auch das, was man dann im eingebauten Zustand kontrollieren kann, weil dann weiß man, er hat geschaltet. Jetzt baue ich ihn einfach mal wieder ein und prüft es mal. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den wieder hier reingedrückt bekommen. Mit der Kamera ist es natürlich schlecht. Ne? Ah, ein Gefummel. Geht so vielleicht besser. Die Kabel sind drin, der Stecker ist auch richtig reingemacht. Ich war natürlich sehr optimistisch. Ich hätte eigentlich zuerst mal schauen sollen, wie er schaltet. Aber das prüfen wir jetzt. So, wenn ich das jetzt reinmache. Jetzt kommt er. Ah, okay. Er hat geschaltet. Und ihr seht schon, es läuft viel leichter. Schalten tut er und es verkeilt sich auch nichts mehr. Ich werde jetzt aber trotzdem noch hier in dem Bereich was machen, weil das gefällt mir nicht, dass das sich so leicht aushängen kann. Ich habe mir jetzt hier so einen Zwei-Komponenten-Kleber angemacht. Und den werde ich jetzt hier aufbringen. Ich mache da nicht zu viel ran, weil es kann ja sein, man muss es mal irgendwann aufmachen. Deswegen nicht zu viel. Man kann da auch einen ganz normalen Sekundenkleber nehmen. Das geht genauso. So, jetzt machen wir das mal noch ein bisschen auf, dass der da reinflutschen kann.
So, und jetzt kann der trocknen. So, das ist repariert und jetzt kann ich eigentlich schon wieder das Gerät zusammenbauen. Da zeige ich euch jetzt noch ein bisschen, wie das zusammengebaut gehört, dass man so ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch an Tricks sieht. Mich ärgert es an so Geräten brutal, dass alles irgendwie mit Kunststoff gesteckt ist, mit irgendwelchen Clips ineinander verhakt ist und man da am Anfang erstmal ewig suchen muss, dass man versteht, wie das Ding auseinander geht und oft dann auch irgendwelche Clips mal abbrechen. Aber lasst euch deswegen nicht entmutigen, einfach vorsichtig mal rangehen und schauen, wo bewegt sich was, wo kann man vielleicht irgendeinen Clip entdecken, wo man aufmachen kann. Ich baue das jetzt mal zusammen und schaut es euch einfach mal an. Als erstes muss man natürlich wieder die Verbindungen alle zusammenstecken. So, da unten kommt dann wieder der Schlauch rein. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber den muss man da unten wieder einstecken. Reinmachen. So. Und dann kommt eigentlich das größere Problem. Ich zeige es mal vielleicht von nahem. So, hier sieht man das ganze Theater, was diese Konstrukteure sich da immer einfallen lassen. Das sind solche Clips hier und da muss man das ineinander reinstecken, damit es nachher sich hier drin rechts und links und vorne verriegelt. Ich kann das jetzt leider nicht machen während dem Film oder beziehungsweise von Hand filmen. Das heißt, ich mache es nochmal zurück in die Station und dann lasse ich es laufen. Die Seitenwand ist jetzt dran. Manchmal glaube ich wirklich, solche Konstrukteure wollen gar nicht, dass man da selber was macht. So blöd sage ich jetzt einfach mal, wie diese Verkleidungen manchmal zusammengebaut sind. Aber mit ein bisschen gutem Willen kriegt man das schon hin. Man muss halt eben aufpassen, dass man keine Kunststoffteile abbricht. Das ist eigentlich die Kunst an der ganzen Sache. Die Rückwand schraube ich jetzt noch drauf. Und dann sollte eigentlich die Maschine schon wieder funktionieren. So, jetzt mache ich noch die Sicherung hier weg, weil wenn ich das ganze Ding auf den Kopf gestellt hätte oder habe, wäre mein ganzer Ton rausgefallen. Alles sauber zu, kein Spalt da. Okay, kann man gleich noch ein bisschen putzen. So, das war's. Die Kaffeemaschine funktioniert wieder. Ich denke mal, wenn ich das zur Reparatur gebracht hätte, Minimum 100 Euro, die sind gleich weg, ja, was das gekostet hat. Und so war das jetzt eine Arbeit von, ich schätze mal, eine halbe Stunde ungefähr. Hat sich doch wieder gelohnt. Ich hoffe, euch hat mein kurzer Film gefallen, wie man an so einer Kaffeemaschine so einen Schalter reparieren kann. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei meinem Kanal vorbeischaut. Da sind noch viele andere nützliche Tipps drauf, hauptsächlich do it yourself mit Haus und anderen Sachen.
Und über den Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen.